Weniger ist mehr, Teil 2, weil was ist mit den Fällen des Diskriminierungsverbotes? Auf die letzte Folge, weniger ist mehr, kamen einige engagierte Mails von Mitarbeitervertretungen und diese haben ja zum Teil sehr energisch zum Ausdruck gebracht, dass meine Tipps den Arbeitgeber auffordern, die Betriebsräte bewusst falsch zu informieren, also gemeint, also auch andere Mitarbeitervertretungen. Und ja, ist das so? Praxistipps fallen erfahrungsgemäß unterschiedlich für die Streitparteien aus. Und da wir sowohl für Arbeitgeber wie auch für Arbeitnehmer in der Kanzlei Wulff & Kollegen vertreten, haben diese praktischen Tipps natürlich auch bei gleichem Sachverhalt unterschiedliche Sichtweisen. Und ich will die Anmerkungen und die Reaktionen zum Anlass nehmen, in der heutigen Folge mal Praxistipps für die Arbeitnehmerseite oder die Seite Mitarbeitervertretung zu machen. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Beispielhafte Fälle, die mir in der Resonanz der letzten Folge mitgeteilt worden sind, waren zum Beispiel, ja, die Mitarbeiterin wird gekündigt, weil sie nach dem Einstellungsgespräch und der Zusage bei der Arbeitsaufnahme in der Probezeit ein Kopftuch trug oder der Kollege erklärte, er lebte mit einem Mann in der Partnerschaft. Das soll dann Grund für die Probezeitkündigung gewesen sein und ja, wird die Kündigung auf ein gewonnenes subjektives Werturteil gestützt? Ja, letzte Folge ausgeführt. Ist strikt zwischen diesem Werturteil selbst als dem eigentlichen Kündigungsgrund und diesem Urteil, diesem Werturteil zugrunde liegenden Tatsachenkern zu differenzieren? Dem Betriebsrat muss nur der eigentliche Kündigungsgrund, das heißt dieses Werturteil, nicht auf die Grundlage dieser subjektiven Einschätzung mitgeteilt werden. Und diese Auslegung trägt eben auch dem bereits in der Wartezeit bestehenden, eben aus Artikel 12 Grundgesetz und diesen Diskriminierungsverboten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes hergeleiteten Kündigungsschutz des Arbeitnehmers hinreichend Rechnung. Denn, und jetzt kommt der Praxistipp, es bleibt dem Mitarbeiter unbenommen, im Rahmen der abgestuften Darlehenslast zu der Betriebsratsanhörung Indizien darzulegen, die dafür sprechen, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat bewusst falsch bzw. unvollständig informiert hat und in Wirklichkeit doch wegen konkreter Tatsachen, die angreifbar wären und sind, gekündigt hat. Ja, und nun muss man sagen, viele Mitarbeiter wären vielleicht vorher von der Anhörung des Betriebsrats, der Mitarbeitervertretung im Allgemeinen keine Informationen bekommen haben. Insofern haben sie keine Möglichkeit, vorher auch ihre Auffassungen einzubringen. Deswegen ist es eben dann auch an die Mitarbeitervertretung, ihre Möglichkeiten wahrzunehmen. Und auf genau die und auch andere beispielhafte Fälle komme ich nämlich jetzt zum Sprechen. Denn das Bundesarbeitsgericht hat diese Möglichkeiten der Rechtsverteidigung des Arbeitnehmers im Kündigungsschutzprozess in einer Entscheidung 1998 mal auseinandergenommen, in dem zum Beispiel ausgeführt wurde, trägt der Arbeitnehmer also solche Indizien vor, die also zum Beispiel deutlich machen, dass ein Diskriminierungsverbot verletzt worden ist, dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass er den Betriebsrat nicht bewusst irreführend informiert hat. So das Bundesarbeitsgericht im September 1994. Auch der Zweck der Betriebsratsanhörung ist bei einer solchen Differenzierung zwischen dem Werturteil und dem Tatsachenkern dieses Urteils gewahrt. Die Anhörung soll, wie ausgeführt, den Betriebsrat in die Lage versetzen, auf den Arbeitgeber einzuwirken, um ihn, gegebenenfalls mit besseren Argumenten, von seinem Kündigungsentschluss abzubringen. Das ist zwar bei einem unbestimmten Werturteil schwieriger als bei einer auf konkrete Tatsachen gestützten Kündigung, aber gleichwohl kann der Betriebsrat auch bei einer auf ein solches Urteil gestützten Kündigung auf den Kündigungsentschluss des Arbeitgebers einwirken. Weil insbesondere hier wieder der Praxistipp, kann er versuchen, den Arbeitgeber mit Sachargumenten zu einer besseren Einschätzung
des Arbeitnehmers zu bewegen. Er kann unter Umständen sein möglicherweise umfassenderes Tatsachenwissen über die Umstände der Leistungserbringung des Mitarbeiters einbringen. Er kann gemäß § 102 Absatz 2 Satz 4 Betriebsverfassungsgesetz auch den Arbeitnehmer anhören und sich den Sachverhalt aus dessen Sicht darstellen lassen. Ja, das ist einheitliche Rechtsprechung, hat das Bundesarbeitsgericht in einigen Fällen auch schon entschieden. Das heißt, wenn die Mitarbeitervertretung ihre Aufgabe aus dem, sagen wir mal jetzt, Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsgesetz zum Beispiel wahrnehmen will, dann kann es hier also den Mitarbeiter anhören, bevor es eine Entscheidung trifft oder sich ihm erklärt und einen Beschluss trifft zu der Anhörung der Probezeitbindung. Ja, und haben sich die Betriebsräte im Vorfeld der den Entscheidungen zugrunde liegenden Kündigung lediglich mit dieser lediglich mitgeteilten pauschalen Werturteile nicht gehindert gesehen, auch danach umfangreicher und substantiierte Stellungnahmen einzufordern und auch darzulegen, die dann also gegen die Kündigungsabsicht sprechen. Also an der Stelle nochmal ganz deutlich, der Mitarbeiter selber kann, wenn er die Chance hat, auf die Mitarbeitervertretung Einfluss nehmen. Die Mitarbeitervertretung, die angehört wird, kann und muss ihre Aufgabe dann wahrnehmen und muss und sollte den Mitarbeiter zu einem Gespräch laden, um dann mögliche tatsächliche Argumente dann dem Arbeitgeber vorzutragen. Die Mitarbeitervertretung und ArbeitnehmerInnen sollten dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin das tatsächliche Motiv entlocken. Ja, also sollte der Arbeitgeber das Motiv ansatzweise offenlegen und dies dann zum Beispiel eine Diskriminierung darstellen, dann ist die Anhörung des Betriebsrats und somit auch die Kündigung angreifbar. Kann vorgetragen und bewiesen werden, dass die Kündigung die Kläger diskriminiert, sittenwidrig war, gegen 242 BGB verstieß oder willkürlich war, dann kann sich das Blatt gegen den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin wenden. Ja, entschließt sich jedoch der Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis nicht über die Wartezeit hinaus fortzusetzen, ohne dies auf subjektive Faktoren stützen zu können oder zu wollen, macht dies die Kündigung eben allein nicht willkürlich. Hier brauche ich also Ansatzpunkte, die ich vortrage. Da muss der Arbeitgeber sich entlasten. Ansonsten, wenn ich das nicht entlocke, wenn ich nur eine subjektive Darstellung habe, wie eben in der Folge 1 dargestellt, ja, gerade eine solche Kündigung ist eben Teil der in der Wartezeit grundsätzlich bestehenden Kündigungsfreiheit. Und die gibt dem Arbeitgeber das Recht, von seiner eigenen unternehmerischen Freiheit Gebrauch zu machen und sich dabei auch von seinem Bauchgefühl leiten zu lassen. Ja, so auch ausdrücklich Bauchgefühl leiten lassen hat. Also, das Bundesarbeitsgericht im Dezember 1998 in seiner Entscheidung mal auch so zitiert. Und dann kann eben bis zum Ablauf der Wartezeit der Arbeitgeber in außerhalb von Missbrauchs- und Diskriminierungsfällen frei von solchen Arbeitnehmern sich trennen, bei denen er während der Wartezeit den Eindruck gewonnen hat, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht sinnvoll ist. Ich bin gespannt auf deine Reaktion zu dieser Folge. Denn gerade wie auf die letzte Folge eingegangene Reaktionen geben mir die Möglichkeit, auf diese unterschiedlichen Sichtweisen, ja, und die Taktiken der Parteien einzugehen. Abwarten ist keine Lösung. Gestalten ist besser als streiten. Dabei unterstützen wir dich gern. Schreib mir unter info@kanzlei-wulff.de oder schau auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulff.de.